Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 25. April 2018? Die Scheinbewegung der Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Für die Stiergeborenen bedeutet das Klarheit, Orientierung, etwas klar und deutlich erkennen, etwas sehen, bewusst wahrnehmen. Aber nicht nur das, sondern die Stiergeborenen haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden, im Mittelpunkt zu stehen. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Skorpion und das wirkt für die Skorpiongeborenen. Ein Fundament, fester Boden unter den Füßen. Das ist die Bedürfnis gerade die Skorpiongeborenen oder ihren Ideen in Tat umsetzen, die Realität sehen, die Realität erkennen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Bedeutet auch etwas in Ordnung zu bringen. Sonne und Mond stehen in vollkommener Harmonie. Das sorgt dafür, dass wir die innere Gelassenheit verspüren oder die innere Ruhe. Wenn ich eintauche in die Mondkalender, und betrachte die Mondeinfluss auf unserem heutigen Tag, dann kann ich das beschreiben, dass dieser Tag eignet sich sehr gut für Neubeginn. Es sind keine Hindernisse da, auch keine Schwierigkeiten, sondern es ist eine harmonisierende, fließende Energie. Das heißt, es eignet sich sehr gut dafür, etwas Neues starten. Es ist auch diese erfrischende Energie und auch die Kraft. Wir haben auch die Kraft, etwas beginnen. Heute können wir mit Überraschungen, ein Geschenk, mit Großzügigkeit auch rechnen. Und alles, was wir heute vorhaben, sind da keine Hindernisse, sondern wir können das Fluss des Lebens gerade vertrauen. Wir finden auch die inneren Gleichgewicht, diese Balance. Es steht alles im guten Sternen, all das, was wir gerade beginnen. Die Glück haben in erster Linie die Jungfraugeborenen, die Stiergeborenen und die Steinbockgeborenen. Aber diese harmonisierende Mondenergie natürlich wirkt heute auf uns alle. Und weil hier für einen guten Start auch diese Kraft und auch diese Begeisterung spürbar ist und dass wir alles ohne Hindernisse bewältigen können, weil das kommt alles im Fluss und das können wir heute vertrauen. Es sind keine Schwierigkeiten, kein Widerstand momentan da, ist ein Halbedelstein Rhodonit begleitet uns heute. Der Name Rhodonit kommt von Griechischen und bedeutet Rose, von der Rose Farbene. Dieser Stein hat eine rosa Farbe und dieser Rhodonit hilft dabei, diese Kraft verspüren, Glück zu haben bei Neubeginn, auch die Optimismus zu haben. Aber dieser Stein ist auch ein Heilstein, wenn wir Prüfungsangst haben oder kommt ein Unfall oder Schicksalsschlag. Heute ist es nicht zum Erwarten, keine Angst. Aber bei solchen Situationen unterstützt uns dieser Halbedelstein Rhodonit. Und heute gibt uns die Kraft, die Vitalität, die Optimismus, die Lebensfreude und natürlich auch die schönen zwischenmenschlichen Kontakte, mal Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen und eine wunderschöne Miteinander, diese Harmonie. Natürlich ist es auch eine Unterstützung, diese harmonisierende Energie der Rhodonit. Auch dieser Stein ist auch der Stein der Reisende, was begleitet uns bei Ausland oder bei Urlaub und schützt uns vor Gefahren.
Wie laden wir auch diese Halbedelstein Rhodonit? Wir sollten zweimal im Monat mit fließendem, lauwarmem Wasser abspülen. Und so können wir Rhodonit entladen. Und mit Sonnenkraft sollen wir aufladen, das heißt, wir sollen ein paar Stunden nach dieser Reinigung ein paar Stunden in die Sonne legen, damit mit Sonnenenergie aufladen kann. Und das hilft natürlich bei Optimismus, bei Lebensfreude, bei Klarheit. Und welche Einflüsse haben wir noch heute? Mond bewegt sich in Tierkreis, Zeichen Jungfrau, aber es war in diesem Grenzbereich und diesem Grenzbereich wirkt ein königlicher Stern und dieser königliche Stern heißt Regulus, befindet sich zwar im Tierkreis Zeichen Löwe, wirkt auch bei Löwengeborenen, aber wirkt auch bei Jungfrau geboren, gerade die in erste Dekaden geboren sind. Und weil Mond in diesem Bereich sich bewegt, natürlich wirkt auf unserem heutigen Tag. Das ist ein königlicher Stern, hat immer einen Bezug gehabt zu Könige, Könighäuser, Herrscher. Immer wenn ein Macht aufgestiegen ist, das hat Regulus immer begleitet. Das wurde auch immer beobachtet, schon im Antiken oder im Mittelalter. Regulus ist nichts anderes als der Herz der Löwen. Und für uns sagt es auch, wir sollen auf unserem Herz hören. Alles, was in unserem Herzen liegt, diese Herzensangelegenheiten, das ist wichtig in unserem Leben, weil das macht uns glücklich. Ob das die Liebepartnerschaft ist oder Kinder, Familie, Eltern oder ein Hobby oder Berufung oder Kunst oder Reisen oder Sport. All das, was in unserem Herzen geschrieben ist, das begeistert uns und da haben wir natürlich auch die Kraft und die Lebensfreude. Zosma bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und Zosma bedeutet, es kehrt etwas zurück. Bei Babylonier hieß diese Stern Zosma als Orakel. Also wir können heute die Orakelspruch sagen, eine Vorhersage und die Vorhersage heißt, etwas kehrt zurück. Entweder finden wir etwas, weil wir dachten, das ist schon längst verloren gegangen oder eine Situation kehrt wieder zurück in unserem Leben oder ein oder mehreren Personen melden sie sich wieder und ist der Kontakt wieder da. Natürlich diese wiederkehrende kehrt jemand zurück, oft passiert in die Liebepartnerschaft, dass ein Ex oder jemand, wo er gerade im Rückzug war, kehrt wieder zurück und schreibt oder anruft oder kommt zum einen Trennen, etwas kehrt zurück und das ist die Prophezeiung. Dann ist noch etwas, was ich in die Zukunft anspreche. Ich habe das noch nie angesprochen, aber heute kam bei mir spontan diese Idee, das wäre auch interessant, das zu beschreiben, die geheime Tore der Astrologie. Und weil immer wieder gefragt ist, die Liebe, Partnerschaft, das, was ich betonen möchte. Die geheime Tor der Liebe, Partnerschaft, gibt da einen Einfluss von Sternen? Ja, es gibt einen Einfluss von Kambala. Kambala bestrahlt die geheime Tor der Liebe, Partnerschaft und diesem Stern hat auch eine Aussage. Die Geheimnisse und das Geist, so heißt es übersetzt diesem Stern. Das heißt, entweder ist noch im Geheimen und diese Tür öffnet noch nicht, aber die Prophezeiung war, er kehrt jemand zurück. Die Geist bedeutet auch Gedanken, das heißt, jemand macht Gedanken über die Liebepartnerschaft oder wir sollen Gedanken machen über die Liebepartnerschaft. Das kann auch bedeuten, dass wir spüren den anderen, weil wir gedanklich miteinander verbunden sind. Und diese Geheimnisse bei diesem geheimen Tor, auch geheimen Tor zur Liebe, Partnerschaft,
kann natürlich auch eine wichtige Aussage sein, geheimnisvoll verhalten, geheimnisvoll wirken. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Wie die Sonnenaufgang natürlich, weil hier befindet sich die Sonne. Und das bedeutet, für die Stiergeborenen konkret etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, etwas klar und deutlich erkennen. Dann bedeutet auch, sich im Mittelpunkt stellen, wahrgenommen werden. Das ist ein großes Bedürfnis, gerade die Stiergeborenen. Ist auch ein Aufstieg. Und mit diesem Erfolg können die Stiergeborenen auch rechnen. Die Zwillingsgeborenen, hier bewegt sich ab heute die Liebesplanet Venus und aktiviert Liebepartnerschaft bei den Zwillingsgeborenen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Es ist nicht nur die Liebepartnerschaft und diese gute Nachricht, sondern auch das Wahrgenommenwerden. Und so kommt auch ein Aufstieg gerade bei den Zwillingsgeborenen. Und die Finanzen sind auch sehr wichtig, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und Venus ist nicht nur die Liebesplanet, sondern Venus unterstützt die Selbstständige und Venus bringt auch kleines Glück. Also die Gewinnchancen haben die Zwillingsgeborenen oder ein Neustart, ein Neuanfang oder etwas investieren, einen Vertrag unterschreiben, ist Glück für die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeboren bewegt sich etwas in Familienkreisen. Oder kommt eine Einladung oder ein Besuch. Es kann auch bedeuten, dass es Verabredungen gibt im vertrauten Umgebung, ein Fest oder eine Einladung von Nachbarschaft. Einiges bewegt sich, aber das im vertrauten Umgebung. Die Krebsgeborenen sollen immer noch darauf achten, dass nicht zu viel wird. Wenn sie hier und dort aktiv sind und es stressig wird, verlieren die Krebsgeborenen die Gleichgewicht und das führt dazu, dass sie erschöpft sind, müde sind und das kränkt auch. Also die Ruhe, dieser Rückzug brauchen immer noch die Krebsgeborenen. Und sie sollen auch ihnen zu Hause verschönern, genießen und diese Ruhe können. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und diese Energie beginnt gerade. Die Löwengeborenen können auch etwas Neues starten, was zu Erfolg führt. Und diese Umbrüche, Veränderungen, dieser Neuanfang, das ist der richtige Zeitpunkt bei den Löwengeborenen, eine neue Aufgabe, ein neuer Beruf oder eine neue Beziehung, etwas Neues starten oder ihren Ideen umsetzen. Und das führt zum Erfolg. Es steht alles im guten Sternen. Einiges bewegt sich bei den Jungfraugeborenen und die Jungfraugeborenen bekommen mehr Klarheit, mehr Orientierung und sie haben jetzt die Kraft, etwas in Ordnung zu bringen, etwas in Form zu bringen, etwas bewältigen. Das, was stört von Vergangenheit oder Ängste, all das bewältigen gerade die Jungfrau geboren, weil die sind auch dabei aufräumen, etwas loslassen, etwas beenden, etwas kündigen oder zu Ende bringen. Also dieser Loslassen-Prozess ist auch gut für die Jungfraugeborenen und sie leiden nicht darunter, sie zweifeln auch nicht, sondern die erkennen die Notwendigkeit, weil da kann etwas Neues kommen und diese Kraft, diese Energie und diese Begeisterung haben zurzeit die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche, da sollen die Wagengeborenen darauf achten, dass sie nicht nur warten auf ein Nachricht, sondern sie sollen auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, so kommt das in Harmonie. Im Arbeitsplatz fühlen sich die Wagengeborenen immer noch eingeschränkt oder beengt oder unglücklich. Das kränkt auch. Es gibt Wagengeborenen, die gerade gesundheitliche Themen haben und es ist auch sehr wichtig, darauf achten. Wie bringen sie das Ordnung durch Naturheilmittel oder Bewegung oder Ernährung? Sie sollen
zurzeit auf die Gesundheit aber auch achten, damit ein Heilungsprozess kommt. Und die Ursache kommt bei vielen Wagengeborenen dieser bedrückenden Umstände im Arbeitsplatz. In die liebe Partnerschaft haben aber die Wagengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen öffnet sich etwas Neues und es begeistert die Skorpiongeborenen. Sie sollen auch nicht zweifeln an etwas, weil die Chancen sind da, das Glück ist da. Und jemand oder etwas kehrt zurück bei die Skorpiongeborenen oder sie finden etwas, was sie gedacht haben, das schon längst verloren gegangen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die liebe Partnerschaft. Aber nicht nur warten, bis die andere auf dich zukommt oder Gefühlen Interesse zeigt, sondern es ist wichtig, ein Entgegenkommen. Und so kommt es im Harmonie nicht nur heute, sondern es wird auch so sein in den kommenden Tagen, sogar im kommenden Wochen. Die Tierkreiszeichen und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen auf dem Kraft, auf dem inneren Kraft achten. Das darf nicht zu viel sein, sonst verlieren sie auch die Gleichgewicht und auch nicht zweifeln. Es kommt Klarheit und Orientierung. Etwas kehrt auch zurück von der Vergangenheit. Und diese Sehnsüchte und Wünsche sind immer noch sehr stark da. Also wichtig ist als Ziel setzen und dabei bleiben. Und liebe Partnerschaft, diese Art von Sehnsüchte verspüren immer noch die Steinbockmänner. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen beginnt ein Glück in die liebe Partnerschaft. Die sind die Chancen und Möglichkeiten in bestehenden Partnerschaft, im Harmonie kehrt rein oder kommt eine Versöhnung oder jemand kehrt zurück von der Vergangenheit oder die, wo alleine sind, haben gerade auch Chancen, jemand kennenlernen. Vielleicht nicht heute, aber diese Energie wirkt in die nächste Zeit sehr gut und glücksversprechend bei den Wassermanngeborenen. Natürlich haben die Wassermanngeborenen immer noch karmische Themen. Hier bewegt sich die absteigende Mondknoten und das symbolisiert die alte Karma, das heißt Erinnerungen, alte karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Und jetzt aktiviert natürlich etwas in die liebe Partnerschaft. Aber nicht nur in die liebe Partnerschaft haben die Wassermanngeborenen Glück, sondern auch im Beruflichen haben auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist etwas ruhiger, aber es ist wichtig, was für Träume, Visionen sie haben. Entweder das ist die Spiritualität oder die Kunst, Kreativität, das sind die Richtung, wo die Fischengeborenen gerade Erfolg haben und das können sie präsentieren in Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Vorträge halten, ein Buch zu veröffentlichen oder in diese Richtung aktiv sein, weil damit helfen andere Menschen und dadurch bekommen sie auch die Anerkennung, die Lob und Anerkennung. In einer Gruppe können sehr viel tun, die Fischengeborenen etwas organisieren, da werden auch wahrgenommen und kommen auch zu neuen Freundschaften. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen heißt immer noch Rückzug, 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 Rückzug. Aber auch Geheimnisse, eine Vorbereitung, die geheime Haltung, geheime Gespräche oder Geheimnisse zum Erfahren von jemandem oder die Geheimwissenschaft, in die Tiefe zu schauen. Und dieser Rückzug, diese Ruhe brauchen gerade die Wiedergeborenen. Die Gespräche kommen nicht ins Licht. Es ist schwierig, etwas klar, etwas zu klären. Sondern es ist eher, was hinter den geschlossenen Türen passiert. Oder das Schweigen, dieser Rückzug, dieses Schweigen. Und in die liebe Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit, nicht nur heute, sondern auch in die kommenden Tagen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch erwähnen, die Blitzberatungen sind E-Mail-Beratungen. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und beschreiben Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, meistens noch im selben Tag, alle spätestens einen Tag später.
Also länger dauert das nicht. Also Sie erhalten mir blitzschnell eine Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.